Guten Morgen, wir sind jetzt gerade in Taupo und hinter uns seht ihr das Volcanic Activity Center. Da waren wir gerade drinnen und es war sowas von interessant. Wir haben nochmal Eindrücke davon bekommen, wie die Erdbeben hier in Neuseeland so waren, vor allem das in Christchurch. Wir waren in so einem Raum, so einem Simulationsraum für Erdbeben und da hat man dann gemerkt, wie es bei 6,3 mal richtig, wie man da mal durchgeschüttelt wird. Ja, und da hat die Dame da auch noch gesagt, also die meisten Erdbeben sind irgendwie nachts, deswegen setzt euch rein, schließt die Augen und dann könnt ihr mal das nachfühlen. Das haben wir auch gemacht. Also das ist irgendwie schon erschütternd, auch irgendwie. Ja, vor allem, was die so aushalten müssen hier. Wir haben jetzt erfahren, dass wir auch während unserer Zeit in Neuseeland schon einige Erdbeben hatten, die wir gar nicht mitbekommen kleinere, haben. Kleinere, wo es vielleicht halt nur nachts so ein bisschen unter einer Stärke von 3 oder 4. Also wenn dann Erdbeben mit 2 auf der Richterskala ist, dann bekommt man das nicht mit. Und ich glaube, im Jahr sind es so 500 Erdbeben, was die hier haben. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ein Erdbeben mit 6, noch was hier stattfindet, die nächsten paar Monate, ist 17%, glaube genau, ich. Genau, also die machen immer so 3-Monats-Prognosen und da haben sie eben hochgerechnet 17% Wahrscheinlichkeit, um wieder ein Erdbeben von 6,9 zu haben. Ja. Ja, und dann haben sie noch gezeigt, dass zum Beispiel bei so einem Vulkanausbruch Riesenbrocken, die so groß sind wie ein Auto, die wurden da 2 Kilometer durch die Luft geschleudert. Also unglaublich. Ja. Und wir haben ja das Tongariro Crossing, dieses Alpine Crossing gestern gemacht. Und da sind wir ja zwischen den Vulkanen lang gelaufen. Und dieser eine Vulkan, der war ja vor ein paar Jahrzehnten mal richtig aktiv. Und der ist knapp 2000 Meter hoch und hat da halt eine riesen Aschenwolke, wie hoch? 50 Kilometer hoch? Genau. Ausgestoßen. Also das war so interessant jetzt hier drin. Und dann waren wir noch in so einem Theater, also wie so ein Kino. Da haben wir eben noch Filme gesehen, so Dokumentarfilme über das Erdbeben in Neuseeland und über Vulkanausbrüche, also spitzenmäßig. War hochinteressant, ja. Wenn man hier in der Gegend ist, Taupo, der sollte hier in dieses Ding reingehen. Eintritt kostet $12 pro Person. Und jetzt fahren wir weiter nach Rotorua. Da wollen wir mal sehen, was noch so unter der Erde alles ist. Beziehungsweise da brodelt es ja auch den ganzen Tag und mit Geysiren. Und genau, wir haben ja gestern schon den Schwefel gerochen auf dem Vulkan und das wird jetzt dort bestimmt noch viel intensiver. Wir zeigen euch mal, wie es hier drin war und dann fahren wir weiter. Thank you.
den heißen Quellen von Rotorua angekommen. Das nennt sich Waiotapo Wonderland. Ist total beeindruckend. Hier kann man einen zweistündigen Rundwanderweg durch eine riesige Thermalquellenlandschaft machen. Überall brodelt, blubbert. Es stinkt ganz, ganz schlimm. Ähnlich wie wir es gestern beim Tongariro Crossing ja auch schon hatten. Aber hier ist es viel, viel intensiver, weil überall diese Schlammlöcher brodeln. Ja, und also dampfen. Nach so faulen Eiern, so ja, kann man es vergleichen. Da war schon ein kleines Kind, dem war schlecht, weil es hier wirklich einfach ganz intensiv riecht. Aber die Farben sind beeindruckend. Ja. Von Orange über Grün, Türkis, Gelb. Ist relativ teuer mit $32, also knapp 18 Euro, aber auf jeden Fall eine Reise wert. Ja, total sehenswert. Jetzt schauen wir mal, wo wir heute noch landen, weil wir suchen dann noch einen Campingplatz.